Ey Leute, was geht? Nero Frace am Start. Wir sind jetzt nicht mehr vor dem Tor, sondern ich habe jetzt die linke Seite gewählt, um wieder mit dem Boot fahren zu können. Weil ich. Hast du da draußen was gesehen? Den Turm? Ich sehe ja einen Turm. Axel. Vielleicht nur Einbildung. So, weil ich glaube, wir müssen hier lang, um zur Nebenquest zu kommen. Wir können hier anlegen. Kein Bereich entdeckt, Raben. Junge, hierher. Jawohl. Quake hier. Mach dich bereit. Boah, du legst dich nicht mit uns an. Zack. Yeah. Okay, geil. Pass auf. Gut gekämpft, ihr zwei. Was ist das denn? Ein Geist. Er spricht mit uns. Und er hört euch auch. Nicht so schüchtern. Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn er die Feuerschalen entzündet. Ups. Ja. Ich wollte eigentlich, ja. Bestiarium, was war denn das jetzt? Irgend Neues. Boah, das ist ein Troll, nö. Fremde. Svartalkfur. Der Typ ist krass gewesen, ey. Tatzelwurm. Okay. Sedel und Hillläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl! Oha, die Insel des Sees erkunden. Zu verfolgen des Gefallens drücken. Oh, vielseitiger Kriegergriff. Erhöht Stärke, Abwehrglück. Verbessert wow, zusätzliche Werte. Oh, es ist gar nicht so gut. Finde ich. Also, ja gut. Hey, wir haben schon wieder deutlich weniger Stärke. Komm, wir dürfen uns nicht zu verfolgen des Gefallens gedrückt halten. Ey Leute, es lohnt sich echt einfach hier im durch die Gegend zu fahren. Was ist das denn? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was der hier liegt. So, wir haben dem geholfen. Ah, okay. Komm, Junge. Ich habe das für Kratos gesagt, deswegen hat er gerade nichts gesagt. Weil er und ich, wir sind dieselbe Person.
So, okay. Was geht hier? Oha. Ding. Noch ein Schiff, Ritter. Ich setze sie mal zusammen. Er macht das. Und, was ist das? Alter Mann von Bord, okay. Ja. Schön, Leute, wir finden hier Sachen. Vielleicht helfen wir dem Dude. Ich weiß es noch nicht. Natürlich helfen wir dem Dude. Was soll denn das hier heißen? Wir sollten wohl noch weiter. Ich mach alles, Leute. Alles. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse, nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. So, Moment. Da kommen wir her. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Bereich entdeckt. Volunderklo. Und? Kennst du noch andere Geschichten? Da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen, einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Ja, eigentlich voll die krasse Geschichte. Ja, das ist nur one way, ne? Okay. Was ist hier? Silber. Sollen wir da durch? Ich glaube, wir müssen sogar da durch. Komm. Oh ja. Truhe. Ja, ich weiß nicht. Übersetzt zu es mir. Antvaris Erfindung. Dieser Weg führt zu den Minen von Volundr. Diese große Unternehmung ermöglichte Antvari, der Alchemist, Sohn des Ivaldi, durch dessen Genialität Fels und Stein vom Hindernis zum mächtigen Arbeitsgerät gewandelt wurden. Die größte Angst eines Zwergenminenarbeiters war es immer, die Vergessenen zu erzürnen, aber dank Antvari sind sie jetzt bloß Werkzeuge für unser restretisches Unterfangen. Ein neues Zeitalter der Zwerge zieht herauf. Nicht mehr nur Minenarbeiter, sondern Herren des Eises, deren größtes Werk die Zukunft selbst ist. Krass. Also schön, dass wir die Geschichte hier mitkriegen, so. Story. Storytelling. Oha. Hä? Ah. Ja, hört ihr das? Da schmiedet, glaube ich, jemand. Hä? Da habe ich mich jetzt was? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Das kann doch nicht sein. Bin ich blöd? Ah, jetzt richtig, okay.
ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Was macht der denn hier? Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Lasst mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hab früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr, wegen des Zwischenfalls. Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hatten. Was? Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen nach. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. Sagt mal, ihr seid nicht zufällig an einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken, ist aber einfach nur langsam im Kopf. Hey, was meinst du, wie ich das finde? Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder einem Kampfbordell. Hat der Asen gesagt? Wie die Götter? Nein. Soll ich doch mal einmal noch kommen? Das war lustig. Seid besonders vorsichtig da draußen, ihr zwei. Die Straßen bringen in letzter Zeit mehr als ihr übliches Kontingent an toten Arschlöchern hervor. Schon gemerkt. Woher kommen die? Vielleicht war in Hel kein Zimmer mehr frei. Oder vielleicht zettelt Odi mal wieder Ärger an. Vielleicht haben sie sich auch einfach verirrt. Warum fragst du nicht einen, während er dir dein Gesicht abnagt? Wir sind vorsichtig. Sag ich doch. Lies es. Ja, Vater! Jo, mit Begeisterung. Diese Runen lauten Tod im Inneren. Eine unheilvolle Warnung, Tod im Inneren, das muss schon alt sein. Hier draußen lauert auch ziemlich viel Tod. So, dann, ja, wir riskieren's. Den Zwerg und den Blumen. Also, Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Oder Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du ihm nicht helfen? Nein. Warum nicht? Ein Zwerg, aber kein Ring. Einer seiner Männer? Brandspuren. Da auf dem Boden und an der Wand. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Wir? Ich meine, ich suche weiter. Und ich sammle nur Ressourcen. Ich glaube, das hat sich gar nicht gelohnt. Ich glaube, gleich kam Gegner deswegen. Ein Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hel, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Mutter klang wie gefährlicher. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Oh, warte mal. Hier gibt's doch was. Oh. 600. Okay, 712 jetzt. Wow. So, ey, dann gehen wir mal runter. Ernsthaft? Ich hab schon in der Luft erwischt.
die noch killen. Ja, oh. Oh. Ey, ich hasse diese Füße. Geil. So, okay, das haben wir jetzt geschafft. Das sehen wir noch. Hey, ich dachte, es wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Das nehmen wir auch. Wir nehmen alles mit, Leute. Alles oder nichts. Er kann den auch locker hier hochschmeißen. Kratos, ist das dein Ernst? Du willst ernsthaft dahin? Ey, nein! Nein! Oh mein Gott, wie blöd! Richtig blöd. Das war zu dumm, Leute. Die hätten mir doch auch easy geschafft, wenn ich mich nicht so angestellt hätte. Da ist doch eine Wiedergängerin! Dann kill me sie. Das war jetzt viel Loot hier. Kein Ring. Wir werden Brocks Freund nicht lebendig finden. Oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist er noch am Leben. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist da.
So, das schauen wir mal. Junge, hierher. Auch eine Schriftrolle. Ja. Hey, noch eine Schatzkarte. Noch eine Schatzkarte. Und zeig mal her. Da waren wir doch. Der Troll ist tot, meine Sippe gerecht, aber der Kampf war anstrengend. Mein kleiner Besitz ist bei seiner Leiche vergraben. Ingrid und ich sahen an diesem Strand zu, wie die Sonne über dem Tempel aufgeht. Ah, guck mal, habt ihr gehört? Sollten wir auf jeden Fall hingehen. Nochmal. Können wir hier hoch? Also da ist er. Moment, hier kann man auch was hier explodieren lassen. Boah, 3000. Ah, 1 von 3 zerstört, okay. Ah, das ist ein bisschen mies jetzt. Eins haben wir. Fehlen noch zwei. Aber wo? Interessant, finde ich auch. So, da ist das zweite. Oh, ich glaube, ich muss gegen ihn kämpfen. Ich muss mal volles Leben mit. Atreus, komm her. Da kamen wir her, okay. Hier ist nix. Eins haben wir, das zweite ist da. Ja, was sollen wir machen, Leute? Dann das dritte ist hier. Gut, hat sich geklärt. Dann machen wir das mal auf. Holen uns das jetzt. Da ist der Ring an der abgetrennten Hand. An dem Seelenfresser. Tja. Jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Ja. Wir können es doch sagen. Wir müssen nicht kämpfen. Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Ja. Gerade aus der Geißel. So wie den. Bereit machen! Wow.
Dreh die Kamera, du Wahnsinniger. Hey. Oh mein Gott, was ist los mit denen? Was pöbeln die gegen mich? Ich wollte doch nur zurück und die Kiste öffnen. Ey, da die Entwickler, ihr Entwickler, ihr seid so mies zu mir. So. So, hat was. Oha. Ey, was geht denn jetzt ab? Leute, ich kassiere direkt. Oh, Essen. Ah. Puh. Kommt doch nicht. Alles klar. Leute, egal, das machen wir im nächsten Part. Ich habe jetzt keine Lust, noch mehr Blamage einzukassieren in einem Part. Das sollten wir lieber aufteilen in zwei. So, auf jeden Dank fürs Zusehen, Leute. Macht's gut und bis dann. Euer Nero Phrase.